Tolle Autos konnte man wieder bei der Rallye-Historale in Brunn am Gebirge bewundern. Die Fahrzeugpräsentation beim Bruno war ein Genuss für jeden Oldtimer-Liebhaber. Das ist jetzt schon eine Tradition in Brunn, die Rallye Historale, wie es heißt, vom Veranstalter Robert Kriegel mit seinem Oldtimer-Club. Und es lockt immer mehr Leute an, die da zuschauen bei der Sonderprüfung und die Oldtimer bestaunen. Eine tolle Sache. Was ist Ihr Lieblingsauto? Ja, einige Autos, die mir gut gefallen, wie zum Beispiel hier der alte Triumph. Den habe ich gerade ganz verträumt, bestaunt. Hätte ich auch gern, aber wahrscheinlich muss man da einiges am Tisch legen. Wer fährt hier alle bei dieser Rallye? Ja, es fährt auf jeden Fall mal die Crew der österreichischen Oldtimer-Rallye-Szene. Wir haben mehrere Staatsmeister aus den vergangenen Jahren dabei, aber nicht nur Teilnehmer aus dem Bezirk, aus Salzburg, aus Klagenfurt, sogar aus Vorarlberg sind welche gekommen. Also ich bin sehr froh über das Starterfeld. Wir haben ein sehr extrem breites Spektrum, wie man da im Hintergrund sieht. Wir haben auch sehr alte Fahrzeuge dabei. Das älteste ist aus dem Jahr 1928. Die fahren genauso die Strecke wie alle anderen, wie die moderneren Autos, wie die Nachkriegsfahrzeuge. Das sind besondere Autos. Da gibt's, von dem einen gibt es überhaupt nur 3 Stück, wurden jemals gebaut. Also es sind wirklich Perlen aus der Autoszene und das nennen uns ja auch das rollende Museum. Wie war die Strecke? Die Strecke war sehr schön, aber meistens hat man keine Zeit zum Schauen. Also wir sind sehr beschäftigt gewesen hier, vor allem die Co-Pilotin. Uns dahin zu pilotieren, wo wir hin müssen, was nicht immer einfach war heute. Also wir haben uns doch 2-3 Mal verfahren. Warum dieses Auto? Das Auto habe ich dieses Jahr bereits seit 20 Jahren, in recht jungen Jahren erstanden. Bin damit in Spanien gefahren, einige Zeit, habe es dann nach Österreich transferiert und ja, es ist ein Liebhaberstück. Es ist nicht besonders viel wert, aber ich habe es sehr gern. Eine gute Rundfahrt gehabt. Wunderbar. Bisschen frisch, aber es geht. Wie kommt man zu so einem Auto und warum? Weil ich es haben wollte.